Hallo und herzlich willkommen bei GrauTV Recap und 6 Wochen sind tatsächlich schon wieder rum. Ja. Und wir können das Staffelfinale der vorletzten Season von The Boys besprechen. Korrekt. Folge 8 mit dem schönen Titel Staffel 4 Finale. Denn das hat folgenden Hintergrund. Die Folge hieß eigentlich Assassination Run. Und da ist just letzte Woche ein Attentat auf Donald Trump gab. Oder, ein Shooting. Und er wurde halt auch getroffen. Es jedenfalls Real-Life-Anschläge auf Präsidentschaftskandidaten Hintergründe gerade gibt. Hat man sich entschieden, die Folge einfach nur Staffel 4 Finale zu nennen. Ja. Und zumindest in der amerikanischen Version, ich glaube hier der deutsche habe ich jetzt nicht gesehen, steht am Anfang noch ein Hinweis, stimmt, dass das halt die Macher der Show natürlich echte politische Gewalt verurteilen und so weiter und so fort. Ja, weil, es hat sich ja letzte Woche schon angedeutet, es geht hier ganz massiv um politische Gewalt, richtig, die hier ausgeübt wird. Ganz massiv darum, dass ja eigentlich ein Attentat auf den Präsidentschaftskandidaten Singer halt verübt werden soll. Mit dem der große Plan von Sage, wo er dann aber sich eigentlich Homelander eingeschaltet hat und jetzt wussten wir letzte Woche noch nicht, ob jetzt das Attentat eigentlich wirklich stattfinden soll oder nicht. Jetzt haben wir Antwort. Ja. Ja. Genau, und wir haben uns überlegt, wir haben ja in den letzten Folgen eigentlich immer so die einzelnen Story-Arcs durchgesprochen, aber wir werden diese Folge tatsächlich mehr oder weniger chronologisch durchgehen. Ich denke, wenn sich hier und da vielleicht was anbietet, dann ja, aber diese Folge hat sich sehr schön wie ein großes Ganzes angefühlt, was dann zum großen Finale hingesteuert hat. Ein bisschen im Gegensatz zur Season, also viele empfinden die als ein bisschen Flickenteppich. So. Ich finde es nicht ganz so krass. Also ich finde, Flickenteppich wäre jetzt zu viel aus meiner Sicht. Aber ich verstehe so dieses, dass man so dieses, ja, was machen wir mit den Charakteren? Werfen wir hier mal was rein. Also gerade, wo French und Kimiko angekommen sind am Ende, muss ich sagen, ja, also ihr seid jetzt wieder da, wo ihr schon mal wart, im Prinzip. Korrekt. Und ich verstehe es, aber ich fand trotzdem das ein sehr schönes Finale. Es ging aber los mit unschönen Nachrichten. Ja. Denn der A-Train-Film wird gecancelt. Obwohl er schon komplett fertig war. Aber naja, Wars hat festgestellt, so, wenn wir ihn einfach abschreiben, ist das günstiger. Ja. Und das war auch wieder eine schöne Hommage, weil momentan in Hollywood ja sehr, sehr oft das passiert, dass irgendwelche Serien, Filme oder sonst irgendwas, obwohl die teilweise schon fertig sind oder eigentlich nur auf eine zweite Staffel warten oder sonst irgendwas, einfach abgeschrieben werden und gesagt wurden, ja, ist Verlust und fertig. Ja. Und dann die steuerlichen Erleichterungen, die sie da, diese Firmen dadurch bekommen, sind halt größer als die theoretischen Einnahmen, die diese Filme oder Serien generieren würden. Und das ist ein schöner Seitenhieb mal Richtung Hollywood, so von wegen so, was die eigentlich die ganze Zeit so anstellen. Hat natürlich damit zu tun, A-Train ist Verräter und sie wollen natürlich nicht A-Train weiter dabei haben. Und so. Ja, genau. Dabei sah der so gut aus, der Film. Er hätte es ja auch in die Kinos richtig bringen können. Richtig. und dann sehen wir aber quasi, dass die Boys unter Zeitdruck sind, denn die Vereidigung des Präsidenten Singer naht und sie müssen jetzt halt unter Windeseile diesen Virus fertig bekommen. Ja. Und Frenchy arbeitet halt fieberhaft daran und MM drängelt und sagt, Frenchy, nu jetzt hier mal Hoppi Galoppi, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja. Aber wichtiger, Yui und die vermeintliche Starlight sind im Apartment. Und das war, finde ich, die erste Überraschung der Folge, dass sie da bleibt. Ja. Also ich bin jetzt fest davon ausgegangen, die hat jetzt die Sachen und haut ab. Sie hat jetzt die Sachen, haut ab, die haben nichts mehr. Und das stellt sich aber später in der Folge raus. Sie hat einfach nur alles gelöscht, was da drauf war. Und macht sich jetzt einen Spaß draus, bei Yui zu bleiben. Und nicht nur das. Sie begegnet ihm in einem eleganten Kleid, wie es Annie normalerweise nicht tragen würde, und macht Yui einen Antrag. Naja, und Yui ist natürlich erstmal komplett verwirrt, weil sie halt so ein hohes Stress anhat, was sie sonst nie hat. Geht aber dann vorne drauf ein, holt schnell noch einen Ring und beide machen sich gegenseitig den Heiratsantrag und sind verlobt. Ja. Glückwunsch an die zwei, kann man sagen. Wenn es die echte wäre, ist das Problem. Ja, das Problem hat auch die Shapeshifterin dann auch in dem Moment, weil dann, als sie sich ihren erstmal treiben sie es noch miteinander sozusagen. Also als ich dann halt so ihre Finger anschaue, wo eigentlich der wunderschöne Ring jetzt drauf ist, stellt sie fest so, oh, das paint sich so langsam ab. Und da fahren wir dann halt so, okay, sie kann also wirklich nur für eine bestimmte Zeit eine Form annehmen und muss dann wieder erneuern bei der jeweiligen Person. Weshalb sie dann unter einem Vorwand sagt, ich hol Champagner und dann schnell halt zu der Gefangenen-Annie rennt. Und da muss ich, damit ich es später nicht vergesse, gleich mal vorwecken,
Ich hoffe, sie lebt noch. Also ich hoffe, dass Annie nur denkt, dass sie getötet hat. Es gibt ja am Ende dadurch, dass gewisses Videomaterial an Sage gelangt ist, den Hinweis, dass es so sein könnte. Ja. Aber ich finde, eigentlich haben sie diese Shapeshifterin super cool aufgebaut Ja. mit, okay, sie ist übelst mächtig, weil wir auch die Bestätigung bekommen, sie hat auch jede Erinnerung, die Ja. Person hat, wenn sie die berührt hat, Gedanken lesen. kann sich verwandeln in jede Person, die sie berührt hat. Okay, übel mächtig. Und dass sie dann aber jetzt hier diese Schwäche eingebaut haben, sie kann das immer nur für eine bestimmte Zeit und verrät sich dann ein Stück weit auch vorher schon, indem sie anfängt zu schwitzen und ihr Genau, super und heiß so wird und so warm weiter, wurde. dachte ich so, wow, das wäre super viel Potenzial für so ein Katz-und-Maus-Spiel Ja. später. Ja, ich hoffe, dass sie jetzt nicht einfach erwürgt wurde und fertig. Ich befürchte Ich schon. befürchte es auch, Ich aber. befürchte, sie haben da einen super coolen Zug-Gegenspieler, der hätte super cool gewesen wäre, wenn das so ein Seven-Mitglied gewesen wäre, Ja. oder so ein heimliches Seven-Mitglied irgendwie, was seit Anfang an dabei gewesen wäre irgendwie. Ja. Aber jetzt wahrscheinlich zum Ende dieser ganzen Serie ist, glaube ich, noch so ein Einwurf. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn es noch mehr als nur fünf Staffeln, ja, fünf Staffeln gewesen wären jetzt von The Boys. Aber ich fürchte, es wird jetzt dieser Bösewicht gewesen sein. Und jetzt ist halt, wir haben keine Zeit mehr. Es ist jetzt noch Ja. die letzte Staffel. Und jetzt den noch irgendwie einzubauen. Aber wer weiß, vielleicht kommt sie aber wieder Ja, nochmal. also Wer ich weiß. fände es schade, weil ich fand das super spannend, Ja. eigentlich, was man da gemacht hat. Und ja, generell hatte ich, also The Boys war lange, dafür wie brachial die Serie ist, sehr zaghaft damit, Das stimmt. wichtige Charaktere umzubringen. Ja. Und diese Folge war, jawohl, und jawohl, und Aber wir los hatten es ja eigentlich geht's. gedacht schon, dass Ja. irgendwie, es sind nicht die Charaktere gestorben, muss ich zugeben, wo ich dachte, dass Ja. sie sterben würden. Es sind Charaktere gestorben. Ja. Genau. Ja. Und erstmal gab es aber halt den Antrag und beide sind glücklich. Und ja, aber Yui guckt dann skeptisch, als sie die Wohnung verlässt und die Ausschüsse greift. Also sie sehen nur die Ausschüsse. Ausschüsse und Yui ist so, Ganz komisch, was ja. ist da los? Aber gut, wir sehen Butcher, der im Krankenhaus wieder aufwacht. Ja. Und ja, es ihm wirklich sichtbar schlecht geht. Und ja, Kessler steht halt wieder bei ihm und sagt nochmal, hey, wenn du Hilfe brauchst, sag's einfach. So, und sagt ihm jetzt halt auch, ey, ich war der Ezekiel für dich umgebracht hat, ich kann das auch wieder tun. Ja. Ich kann dir die Kraft geben zu laufen, du musst dich nur auf den Deal einlassen, dass wir Genozid begehen. Was ist Das schon ein bisschen Genozid unter genau, Freunden? so ungefähr. Und dass wir gemeinsam alles Subs vernichten und so. Und ja, und Butcher sagt aber, lass mich einfach in Frieden sterben. Also Butcher hält immer noch fest daran, er möchte nicht in die Geschichte eingehen als das größte Arschloch aller Zeiten, so nach dem Ja. Motto. Vor allem, er möchte halt Ryan natürlich auch nicht umbringen und Kimiko und Annie und so. Aber ja, seine Zeit läuft langsam ab und so. Ja, und in dem Moment, wo er sagt, lass mich einfach in Frieden sterben, kommt Mallory rein und sagt, ja, ich wünschte, das könnte ich tun. Ja, aber sie ist halt auch daran interessiert, dass Ryan noch gerettet wird. Und das ist, glaube ich, auch der einzige Grund, warum sie sich überhaupt noch mit Butcher abgibt, Ja, so in ziemlich. irgendeiner Form. Weil, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, war er ja auch verantwortlich für den Tod ihrer Enkel, ne, weil sie damals Lamplighter eine Falle stellen wollten und der hat dann aber das Haus von Mallory abgefackelt und da waren die Ja. Kinder drin. Ja, und ja, sie arbeitet aber trotzdem mit ihm zusammen und wir erfahren in dem Moment erstmal nur, dass er sein Telefon braucht Genau. und dass er irgendwen kontaktieren will. Und witzigerweise, ich weiß nicht warum, ich habe gar nicht an Ryan gedacht in dem Moment. Ich war irgendwie so Nee, völlig. überhaupt nicht, aber Aber es. weil ich finde auch da, also ich muss sagen, jetzt am Ende von Staffel 4, der Story Arc von Ryan kam mir zu kurz. Ja. Also es war, ja, es war eine coole Entwicklung, aber mit sehr wenig Szenen letztendlich. Also wenn ich mir jetzt was wünschen hätte dürfen, würde ich sagen, nehmt einfach so die Hälfte der Frenchie Kimiko-Szenen Ja. und gebt sie Ryan, Butcher und Homelander noch, Ja, damit das ein dass bisschen noch mehr besser. wird, ja. So, weil so, ja, ich kann den Arc von ihm nachvollziehen und es war auch sehr gut gemacht, jetzt hier in dieser Folge. Aber ja, irgendwie so diese Connection zwischen den Charakteren Ist doch zu wenig. war mir zu Es wenig, hätte ja. noch mehr sein sollen, ja, das auf jeden Fall. Ja. Ja, und Homelander findet dann parallel dazu das Bild von Ryan, von Butcher, Terror und Becker Genau. in Ryans Schulrucksack, weil, wie ein guter Schüler er zu sein hat, räumt er natürlich seine Schultasche nicht auf,
sondern lässt alles rumliegen. Immer der größte Fehler. Immer der größte Fehler. Vor allem, wenn du nicht willst, dass deine Eltern irgendwas mitbekommen. Ja. Ich glaube, hier war auch dieser coole Matchcut, wo Butcher in seinem Bett zusammensackt und dann wird es zu Homelander umgeschnitten, der auch gerade ziemlich fertig da steht oder sitzt. Und er findet das und Ryan läuft dabei den Gang hoch zu seinem Apartment und hört das, was nur rumsen und scheppern und Laserstrahlen. Und kommt in das Apartment und sieht, Homelander ist dezent ausgerastet. Ganz leicht, ganz leicht. Das halbe Apartment ist abgefackelt und zerstört und Laserstrahlen sind überall lang geflogen und keine Ahnung was. Und schmeißt Ryan das Bild halt hin und sagt halt nur zu ihm, komm zu mir, das ist ein Befehl. Ja. Also von wegen, alles, was jetzt schon die letzten Folgen war, wo er eigentlich am Anfang noch so war, so hey, mach, was du willst und wir sind alles cool und so weiter. Ja. Zu, ey, tu mir mal einen Gefallen, ich bin dein Vater und so, zu, ich bin dein Vater und ich befehle dir das jetzt zu machen. Also das, was er abbekommen hat, was er eigentlich niemals Ryan antun wollte, macht er jetzt doch alles auch mit Ryan, so ja. Auto. Und und Ryan möchte aber nicht und schüttelt nur den Kopf und haut halt ab. Ja. Und Homelander schreit nur hinterher, komm sofort zurück, aber weil ich finde, dass Homelander nicht hinterhergerannt ist oder hinterhergeflogen ist. Ja, man merkt halt wirklich, dass Homelander gerade selber sehr, sehr fertig ist. So, ich glaube, er hat auch davor seine Schamhaare wieder begutachtet. Ja, genau, das ist ja auch noch so. Und merkt halt. Disgusting, er wird alt und er ist eigentlich alt. Übrigens ist der Schauspieler über 50, das habe ich auch nicht gedacht. Krass. So, habe ich letztens gesehen im Video. Irgendwie auch seine Pläne funktionieren alle nicht so. Er merkt vielleicht auch langsam so. Also er muss festhalten daran, Sage rausgeworfen zu haben, aber er merkt vielleicht auch so ein bisschen, das war nicht gut. So gut war das nicht, weil jetzt hat er Newman an der Backe, die viel mehr eigenen Willen da reinbringt. Ja. Und seine Beziehung zu Ryan, hat man ja auch letzte Folge schon gehört, ist halt wieder angeknackst und er hat sie vernachlässigt. Aber auch da, ich finde halt irgendwie, da ist auch wieder so, es war so diese Folge 5 oder 6, ich glaube 5, wo er dieses Band zu ihm wirklich aufbaut. Und, das war schon Folge 4, glaube ich. Nee, Folge 4 ist die, wo er ausrastet im Labor. Ach, das war im Labor? Und Folge 5 ist dann, glaube ich, die. Dann, ja. So, und ja, jetzt, und davon sind wir gegangen zu letzter Folge, wo er, hey, ich habe keine Zeit, mach mal dein Ding und so weiter. Und irgendwie, da ist wieder so, da war, finde ich, wieder keine Entwicklung hin. So, es war einfach so, zack, umgeswitcht. Zu, die beiden haben gar keinen Kontakt mehr und gar keine Beziehung mehr zueinander. Ja, sie machen das halt sehr schnell irgendwie. Ja. Deswegen muss ich auch sagen, ich fand jetzt zum Beispiel auch mit Ryan dieses, okay, jetzt ist sein Vater komplett ausgerastet und er haut lieber ab von ihm, verstehe ich ja vollkommen. Und dann halt, er kriegt ja die Nachrichten vom Butcher und geht dann zum Butcher und so weiter. Aber ich fand dann zum Beispiel das, was dann wieder da passiert ist, empfand ich dann schon wieder und dachte so, sag mal, Ryan, du musst es doch checken. Als ob, du hast doch gerade deinen Vater erlebt, wie er drauf ist. Und okay, ist ziemlich krass, was gerade dir erzählt wird, was dein Vater angeblich alles getan hat und so weiter. Und du willst nicht unbedingt wahrhaben, aber dass da irgendwas Wahres dran ist, musst du doch eigentlich verstehen. Also ich glaube, das sieht er auch, aber ich glaube, Ryans Perspektive ist da halt so, er wurde so gemacht. Und deswegen ist halt dann dieser Umstand, dass er so eingekesselt ist und eingesperrt werden soll, das, was in ihm dann das auslöst. Wobei ich, also kommen wir da noch zu, aber auch da habe ich mich ein bisschen gefragt, er hat nicht gemerkt, dass er nicht in ein normales Krankenhaus reingegangen ist. So, also irgendwie. Man weiß nicht, wie es draußen aussieht. Ja. Also. Aber da kommen wir noch zu. Aber jedenfalls, er haut erstmal ab und damit wird quasi das losgestartet. Der Vielleichtbruch zwischen den beiden, den sich dann die gute Seite vermeintlich zunutze machen kann. Aber es sollte anders kommen. Ja. Aber wir kommen erstmal zu meiner Lieblingsszene, glaube ich, der Folge, nämlich die Konfrontation von Starlight mit Starlight. Ja, das war sehr, sehr cool. Also wir haben eine ganze Diskussion zwischen der Shapeshifter Annie und der echten Annie. Ja. Und da konnte man halt die Schauspielerin von ihr, konnte man wirklich zeigen, was sie eigentlich so drauf hat nochmal so richtig. Weil bis jetzt war ihre Screentime, ich meine, sie hat schon Screentime jeder Folge gehabt, aber es war halt mehr immer dieses reine, ja, depressive, sagen wir es mal so. Oder aber größtenteils halt dieses, okay, was mache ich hier eigentlich mit den, wenn es Politik gedrückt und so weiter. Und jetzt haben wir wirklich eine richtige Szene gehabt, wo sie halt einmal ihr gesamtes Herz einfach mal so rausspielen konnte irgendwie. Und das war sehr, sehr cool. Und es geht halt darum, dass die Shapeshifterin halt an Annie an den Kopf fest und halt wieder sich auffrischt. Und man sieht sofort, nachdem sie Annie berührt, dass sofort so ein Teil von ihrem Gesicht wieder sich wegheilt. Ja. So dass es halt wieder aufgefüllt ist, ihre Verwandlung.
Und dass sie halt direkt noch sehen kann, so, ja, ich werde euch deine Großeltern nicht umbringen. Die sind doch irgendwo in so und so und das ist doch viel zu weit weg. Und was soll ich denn da? Das ist ja Schwachsinn. Und mehr oder weniger, ja, sie hat damit konfrontiert mit all den Sachen, die in ihrem Kopf so sind, alle Erinnerungen irgendwie. Und ihr dann halt sagt, so, weißt du, ich weiß selber nicht mehr, wie ich eigentlich wirklich mal aussah. Ich weiß nicht mehr, wer ich eigentlich wirklich bin. Und jedes Mal, wenn ich eure Gedanken lese, von jedem Einzelnen, denkt ihr immer, ihr seid die Helden eurer Geschichte und rechtfertigt es immer mit dem und dem und dem irgendwie. Du rechtfertigst zum Beispiel, dass du damals so gemein warst, weil deine Mutter so war. Ja. Du rechtfertigst, dass du das und das getan hast, weil die Umstände so waren. Dass du das bei den Seven gemacht hast, weil du wolltest ja unbedingt da sein. Die Seven sind so böse. Und dass aber sie eigentlich auch dafür daran schuld ist, an ihren eigenen Sachen, dass das halt nie jemand richtig so einsieht irgendwie. Und dass das ihr nicht auf den Sack geht, mehr oder weniger. Und dass sie halt... Ja, sie dann auch immer mehr verärgert und dann halt auch so sagt, so, los, applaudieren wir für die arme Annie und dass die arme Annie generell, dass sie so arm ist und so weiter. Ja und das sagt sie halt alles auf die Frage, also sie zeigt ihr halt den Ring und sagt hier, hey, ich habe Yui einen Antrag gemacht und danach haben wir Sex gehabt und wir haben Butt Stuff gemacht und er fand das ganz toll. So, und dann fragt Annie halt, warum? Warum machst du das eigentlich? So, daraufhin kommt da dieser Ausruf von ihr. Ich fand wirklich, wie Aaron Moriarty da wirklich von diesem überlegenen Lächeln zu Wut, zu ja auch eigener Verletztheit, zu ich verhöhne dich umgeswitcht ist und eben aber auch bei der echten Annie diese Fassungslosigkeit immer größer wird und wieder dieses Protestieren wollen und dann aber auch Stück für Stück auch ein bisschen sehen, ja okay, aber sie hat auch recht mit dem, was sie da sagt. So, fand ich sehr, sehr stark gemacht. Und hat mich irgendwie auch gefreut für Erin Moriarty, die halt, ja, wegen ihrer Schönheits-OPs jetzt auch so viel scheißig anhören musste letztendlich, dass sie da jetzt auch einfach, weil ich habe die Szene gesehen und war so, oh, ja, ist immer noch eine sehr gute Schauspielerin. Ja, sie macht immer einen guten Job. So, ja. Und hat in mir mehr Gefühle ausgelöst als alle Yui und Annie-Szenen in dieser Szene. Das ist auch korrekt, ja. Das definitiv. Witzigerweise. Ja, und dann ging es aber gleich bewegend weiter mit einer Szene, die auch später nochmal wichtig werden sollte im Kontext, nämlich Yui erreicht nach 15 erfolglosen Anrufen, erreicht er Butcher, endlich, der ans Telefon geht. Es wurde also endlich rangegangen an ein Telefon, aber auch hier, da sind wir beim Flickenteppich wieder, ich hatte erwartet, dass das wichtiger wird mit diesem, dass alle immer die Telefonate wegdrücken. Ich hatte erwartet, dass das wichtiger wird und nicht einfach am Ende ausgespielt wird in, ja, nach 15 Anrufen geht er dann ran. So, weil sie haben ja richtig eine Thematik draus gemacht in den ersten Folgen. Und ich dachte, in irgendeinem fatalen Moment wird jemand nicht rangehen oder wird dann rangehen. Ja, und jetzt war es halt einfach, jetzt ist jemand rangegangen. So. Ja, war halt so irgendwie, ja. Aber das Gespräch war sehr, sehr traurig, weil es war mir wegen Butchers Abschied von Huey so ein bisschen. Ja. Weil er halt sagt, so, er hat nicht mehr lang und sagt den Boys, es tut mir leid. Sag ihnen einfach, es tut mir leid. Und du musst versprechen, ich habe vergessen den Namen. Lenny. Wir haben mal gesagt, dass wir in diese eine ohne Bar oder Restaurant oder Steakhouse irgendwie hingehen und dass das total toll sein wird und versprich mir, dass du da mal hingehen wirst. Sag ich mir, ja, okay, ich mach das, aber können wir den jetzt treffen und sonst irgendwas? Ja. Und er sagt so, goodbye, Huey. Und legt er halt schon auf, und nur, dass Huey wirklich eine Chance hat, irgendwas zu sagen. Und ja, und es war Butcher, weil er genau wusste, was wahrscheinlich passieren wird. Er wusste, er verabschiedet sich hier von Huey, weil er wahrscheinlich nicht mehr er selbst sein wird oder tot sein wird, eins von beiden. Also ich glaube, in dem Moment geht er wirklich aus von, er wird tot sein. Also ich glaube, in dem Moment ist Butcher fest entschlossen, ich möchte Ryan noch überzeugen, wieder an Mallory's Obhut zu gehen und dann ist vorbei. So, und aber wie gesagt, das wurde dann später, also bedeutungsschwanger, weil er will ja am Anfang sagen, für was er sich entschuldigt. So, er sagt ja, tell the boys I'm sorry for. Und dann kommt Just Tell Them I'm Sorry. Und natürlich muss das jetzt aufgefasst werden im Kontext der letzten Szene mit ihm, als er wusste, dass er diese Gräueltat begehen wird und sagt ihm dafür Entschuldigung. So muss es jetzt aufgefasst werden. Genau. Letztendlich. Und nicht für all den Scheiß, den er vorher gemacht hat, dass er sich eigentlich bessern wollte. Bitte. Weil
Das ist ja das Bittere, dass die Boys ja nicht wissen, warum. Die wissen ja nicht, was mit ihnen Sie los haben halt ist. Nur einmal gehört, von wegen, der French hat einmal gehört, von wegen, er redet mit Leuten, ja. die nicht da sind. Und das könnte natürlich der Schlüssel sein dafür, dass sie ihn dann vielleicht noch versuchen zu retten ja. in der nächsten Season. Aber ja, weil so wie es jetzt am Ende aussah, also Butcher ist jetzt, naja, er ist immer noch Butcher, aber er ist jetzt der Kessler-Teil ja. von Butcher. Naja, richtig. Und aber ich habe es auch wirklich verstanden, dass er dieses Goodbye, wie gesagt, für den Fall der Fälle, weil Butcher macht immer Pläne, Butcher ja. hat immer einen Plan. Und er hat wirklich wahrscheinlich für den Fall der Fälle gedacht, falls ich es nicht schaffe, Ryan zu überzeugen und falls alle Stricke reißen, sonst irgendwas, dann überlasse ich Kessler das Feld. Und dann bin ich auch nicht mehr ich. Dann ist ja. das auch vorbei. Und ja, ich fand ja schon später diese Szene sehr cool, wo er dann halt wirklich bei dem Treffen dabei ist und halt wirklich nur bei Huey, nur ihm so leicht erstmal nur packt an der Schulter. Ja. Und wirklich nochmal eine letzte Sekunde nochmal innehält, bevor er ihn dann einfach zur Seite schiebt und dann mit seiner Show ja. loslegt. Weil Huey der Einzige ist, der ihm wirklich was so richtig bedeutet irgendwie. Ja. Was ja schon immer so aufgebaut wurde. Wobei er schon, also man muss ja auch sagen, also er verschont ja die anderen auch. Also ja, ja. er hält ja Annie und so weiter auch nur zurück mit Tentakeln. Aber und es fand ich auch spannend, dass er nur Newman ja, ja. umbringt und nicht die Tochter. Das finde ich auch interessant, ja. So, also er hat tief in sich scheint ja der Plan immer noch zu sein, Newman und Homelander. Richtig. Stand jetzt. Stand jetzt. Anscheinend. Oder er kann halt Kessler halt so oder zumindest in gewisser Weise noch unterdrücken ja. oder lenken in irgendeiner Form. Von wegen so, die Kinder nicht umbringen, natürlich auch Annie und Kimiko nicht umbringen, weil schließlich sind sie unsere Waffen oder Freunde, so hat der Motto, sondern wirklich nur die, die es verdient haben. So, ja. so irgendwie. Mal gucken, das kommt dann in der letzten Staffel dann, wie das genauer ausgespielt wird. Ja. Aber bevor das alles passiert, sind wir eigentlich bei? Ja, bei einer weiteren sehr coolen Szene. Also hier kam jetzt wirklich coole Szene. Ja, yeah, coole Szene. Coole Sachen. Ja, und auch wirklich was mich kalt erwischt hat, nämlich wir sehen Firecracker, die das Morgenprogramm ja. der World News gestaltet. Oh, ja. Und sie hat hohe Gäste bei sich geladen, nämlich Homelander und Vicky Newman. Ja. Und ja, man sieht Homelander halt schon an, er ist völlig out of it, er ist ja. eigentlich gerade das völlig... Das mit Ryan macht ihn fertig, dass alles, seine ganzen Pläne eigentlich nicht funktionieren, weil er Sage jetzt nicht da hat, dass er akzeptieren muss, dass ohne Sage kriegt es nicht hin. Ja. Und ja, Vicky Newman kommt dazu und ja, Homelander fällt ihr relativ schnell ins Wort und sagt halt, ja, sag doch einfach die Wahrheit. Ja, und das war ja so ein cooler Moment, weil es gab ja schon mal mit dem Fernsehen, dass er gesagt hat so, sag doch die Wahrheit oder mach doch mal das und ja. das. Oder einfach komplett out of context irgendwas dann abzieht im Vorlauf der Kamera sonst irgendwie. Ich weiß nicht mehr, was es war, in Staffel 2 war auf jeden Fall mal irgendwas oder Staffel 3 mit Stormfront war, glaube ich, mal ja. irgendwas. Aber es gab mehrere Szenen, die halt so irgendwie waren, wo er so mittendrin gesnappt ist mehr oder weniger und einfach dann komplett gegen dem, was eigentlich geplant war, irgendwas ja. macht. Und hier halt auch wieder dieser Moment. Ja, nur dass er es jetzt hier halt noch auf die Spitze treibt, weil ja, sie da natürlich versucht, ja, die Wahrheit ist, ne, sagst du jetzt mal, und dann sagt er, nein, nein, also die Wahrheit, dann mach ich's. Ne, unser Vice President ist eine Superheldin. Genau, und sie hatte, ja, danke, das ist ja sehr ein Kompliment von dir, aber ich denke, wir alle sind irgendwie super enttäuscht und ja. der Moment schießt auf einen Laserstrahl volle Kanne auf sie, ihre Augen werden kurz weiß und sie kriegt halt keinen Schaden irgendwie, sondern kann es abwehren und da in dem Moment ist halt wirklich so klar so, ja, die Katze aus dem Sack. Alle ja. haben gerade gesehen, dass halt Homelander sie angelasert hat und sie halt das weggesteckt hat, als ob nichts wäre. Und das kann nur ein anderer Soup halt ja. einfach so einstecken. Und ihre Augen weiß wurden und alles, weil sie sich verteidigen wollte, aus Schock. Und ja, und die gesamte Nation gesehen hat, die ganze Welt, dass halt die nächste Vice-Präsidentin eine Soup eigentlich sein wird. Oder sein soll. Und ja, sie unterbrechen die Sendung dann auch schnell oder machen Werbung oder irgendwie sowas. Und dann, ja, Vicky sagt so, warum hast du das getan? Mein Leben lang habe ich versucht, diese Identität geheim zu halten. Er sagt so, du kannst mir später danken, ne? Das ist alles ausgeplaudert, es zerfrisst dich nicht im Inneren und so weiter. Und sagt so, ja, weißt du, was so scheiße angelegen ist? Ich werde impeached werden und was damit der, du musst die Hälfte von Wort musst du einsperren, die Hälfte des Landes, hast du daran gedacht? Ja. Oder wird es im Moment so erinnert, so, ja, natürlich habe ich daran gedacht. Ja. Und wieder weitergeht, wieder dieser Moment ist so, fuck, nein, natürlich habe ich nicht daran gedacht. Fuck. Und dann auch panisch zu Ashley fast schon geht und sagt so, Ashley, du musst alle Namen ausschreiben von allen Leuten, die irgendwie Dreck vor allem über mich, aber generell über Wort, aber vor allem über mich haben und die müssen alle beseitigt werden, ja. noch gestern. Und Ashley, und auch Ashley sagt dann halt, das ist nicht gut. Ach ja, Ashley. Ja. Und ja. Das, ja. ja.
Ja, und ja, es war halt zum einen lustig, also dieser Moment, wo er halt realisiert, ja, fuck, ich habe schon wieder an irgendwas nicht gedacht. Ne. So, aber ja, man merkt eben auch, in dem Moment geht er halt full on Diktator. Ja. So, weil sie dann halt auch sagt, ja, also ne, ich muss in 4 Jahren wiedergewählt werden. Und er hat einfach gesagt, ja, wer sagt das? Neues Land, neue Regeln. Ja. So, und wir werden bis dahin schon dafür sorgen, dass du für immer an der Spitze bleibst und so weiter. Und ja, und du wirst meine Puppe bleiben, so wie du es schon immer Ja, warst. genau. Und so. Und ja, aber ja, das hat im Prinzip, ja, wir schaffen die Demokratie einfach ab. Ja. So, ja. Da hat er sich von Stormfront, hat er sich was mitgenommen fürs Leben. ja, genau. Wir sehen dann der zunehmend panisch wird, weil die Pläne ins Rollen kommen und Franchi eben mit dem Virus nicht vorankommt. Ja. Und ihm sagt, ja, ich arbeite so schnell ich kann, aber mehr kann ich auch nicht machen. Und er sagt, okay, komm, Yui, wir müssen jetzt die Notbremse ziehen. Such alles raus, was wir haben Naja, über. natürlich auch über allen Nachrichten des Landes ist dann gleich zu sehen, Newman ist ein Soup und so Ja. weiter. Und auch die Ansprache des baldigen Präsidenten ist von wegen so, es muss immer alles auf Vertrauen sein hier in Amerika und das ist Ja. total furchtbar und ich werde mich sofort darum kümmern, dass das natürlich nicht ist, dass hier sie als Vizepräsidentin hier ist und so weiter. Also ganz klar gegen Vicky, Ja, gegen und Newman. sagt auch da schon den Satz, sie wird nur immer meine Leiche zur Vizepräsidentin, weil sie meinen Kopf explodieren lassen wird. Oder weil sie Genau. mich getötet Weil sie haben mich wird. getötet hat, weil das assassinate. Ja. Das when she assassinate me. Ja. Ja, genau. Und das passiert. Und ja, Yui realisiert dann, Fuck. die Daten sind weg. Alle Daten sind weg. Und das fand ich übrigens auch wieder von Aaron Moriarty super geil, wie Yui da so fuck, 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 und sie sind weg. Und wie sie im Hintergrund anfängt zu schmunzeln. So fand ich super gut gemacht. Auch von der Kamera, wie sie so leicht in der Unschärfe Ja. ist, weil Yui es auch nicht wahrnimmt. In dem Moment fand ich es sehr, sehr gut gemacht. In dem Moment, wo er sich zu ihr dreht, dachte ich mir, oh, Und was? was? Nein. Nein. So, ja, fand ich sehr cool. Und ja, sie merken, ihnen gehen gerade alle ihre Möglichkeiten Pläne, aus. Möglichkeiten aus. Und ja, sagt, wir haben jetzt nur noch Defensive. Alle Offensivmöglichkeiten sind vorbei. Und ja, das sehen wir dann eben später, indem sie einfach nur versuchen, irgendwie das Leben Das des Präsidenten. Präsidenten zu retten. Ja. Ja, aber vorher erfahren wir, ja, wen Butcher denn kontaktiert hat, nämlich Ryan, den er ja im Krankenhaus dann erlebt. Und ich glaube, das können wir jetzt schon zusammenfassen, die Ryan-Szenen. Ja. Denn ja, letztendlich ja, erfährt Ryan, dass er wieder in die Obhut von Mallory soll. Und dass er am besten, also auch gar nicht zurück in den Ward Tower, sondern er soll jetzt mitgehen und wieder in Sicherheit gebracht werden. Genau. Und ja, man merkt, er ist davon nicht so sonderlich angetan von dem Ganzen. Und Butcher von allen Leuten, Ja. ja, versucht es dann mit Nähe und Ehrlichkeit, soweit es geht, indem er sagt, hey, pass auf, deine Mutter hat gesagt, ich soll dich schützen. Und das versuche ich hier zu tun. Ja, Nicht mehr und nicht und weniger. wenn du dich bei Homelander am sichersten auf der ganzen Welt fühlst, dann geh wieder zurück. Ja. Und weil die Szene ja vorher war, wie Homelander da alles zerfetzt hat und nicht gerade der Vater war, ist er dann doch so eher geneigt in die Richtung, na, vielleicht bleibe ich doch lieber hier Ja. irgendwie. Und sieht dann halt so ein Vier-Gewinnspiel und sagt so, spielen wir eine Runde und ja, dann wollen sie erstmal eine Runde spielen. Habe ich bei der Szene übrigens vorhin vergessen. Ich fand auch da cool gemacht, dass Homelander halt alles zerstört und es ist halt alles kaputt. Nur die Amerika-Flagge im Hintergrund ist in der Mitte durchgeschnitten und brennt. Ja, So, von der Bildsprache stimmt, her fand ich ja, auch das sehr sehr gut. cool. Ja, und dann ja, fällt er halt an, mit ihm zu spielen. Und ja, Butcher versucht es auf die geduldige Art und Weise. Na, während Grace halt sehr ungeduldig Ja, ist, ihn weil dann. sie halt auch mittlerweile in Panik verfällt, weil halt es auf einmal eine Entwicklung nach der anderen irgendwie gibt, Ja. dass selbst sie halt nicht mehr weiß, was tun wir jetzt eigentlich noch, was haben wir noch für Möglichkeiten gegen Homelander und gegen den ganzen Plan, was sie da so machen. Ja. Ja, und das führt dann eben später auch dazu, dass sie halt sagt, ja, wir haben keine Zeit mehr. Er muss jetzt die Wahrheit erfahren. Ja, und wo Und Butcher versucht, es immer wieder noch zu unterbrechen, nein, er ist noch nicht so weit. Es kommt noch dazu, lass ja. mich das machen. Und Grace ist aber dann halt, nein, es muss jetzt sein und offenbart dann Ryan halt die gesamte Wahrheit, was seinen Vater angeht. Ja. Also sprich, er verrät, sie verrät ihm halt der Flug, der abgestürzt ist, Homelander, die alle umgebracht, dass er halt, ja, was er alles Schreckliches generell getan Ja. hat.
Und dann halt auch die eine Sache, die halt besonders schlimm ist, dass halt er nicht dein, dass es nicht eine Affäre mit deiner Mutter war irgendwie, sondern dass halt, ja, er hat sie vergewaltigt. Und das ist halt das, was Ryan am meisten schockiert und den Kopf schüttelt, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das ist eine Lüge und und schaut dann zu Butcher und er einfach nur nickt, es tut mir leid, Junge. Das ist die Wahrheit. Und dann sagt Ryan, ich kann deinen Herzschlag hören, du verrätst mir noch irgendwas nicht. Was ist noch? Ja. Ja, und ja, in dem Moment realisiert Ryan dann eben, Moment mal, das hier sind 6 feet dicke Wände, die hier sind. Und ja, Mallory sagt dann auch, ja, das hier ist, ich muss nur auf den Knopf drücken, dann gehen hier alle Wände zu. Es ist genau dafür designed, so Leute wie dich festzuhalten. Dann kommt hier dieses Gas raus und wir gehen alle erstmal schlafen. So, ich will das nicht tun. Aber wenn es sein muss, dann mache ich das, du gehst nicht. Ja. Und ja, und da ist halt dieser Knackpunkt, dass Ryan dann sagt, ey, ihr versucht mich hier gegen meinen Willen festzuhalten und zu entweder zu sagen, ihr, also ist das, was ihm dann eben offenbart wird, ihr sagt entweder, ich muss als Waffe gegen meinen Vater eingesetzt werden oder ich werde hier gegen meinen, oder ich werde hier festgehalten, so lange, bis ich es tue. Ja. Und sagt dann eben, also genau dasselbe, was ihr mit meinem Vater gemacht habt. Ja. Und ich glaube, das ist halt der Knackpunkt, dass Ryan all diese Gräueltaten hört und ich glaube, er glaubt es auch tief drin, dass das so ist, aber dass er halt überzeugt ist, die haben ihn so gemacht. Ja. Und jetzt versuchen sie mit mir genau dasselbe zu tun. Richtig, ja, deswegen, es war Grace' Fehler, das ist halt so auf diese Art irgendwie zu versuchen. So, Butcher hat schon die richtige Möglichkeit versucht, irgendwie so mit ihm zu reden. Ja, und dann kommt halt der entscheidende Fehler, der dann halt wahrscheinlich jetzt auch für das Finale dann alles so in ihre Wege leitet, nämlich dass halt Ryan in Panik verfällt, Grace in Panik verfällt und sie möchte gerade schon den Knopf drücken. Butcher sagt noch, Grace, tu es nicht, und dann Ryan halt nach vorne ist und sie mit aller Kraft gegen die nächste Wand stößt und dabei ihr Genick bricht, damit er halt nicht eingesperrt wird. Und er sieht, dass sie halt am Boden liegt, aber geht einfach. Ja. Und Butcher muss halt zu Grace gehen und muss sehen, so ja, Grace ist tot. Die, die halt, ja, als wahrscheinlich die größte Möglichkeit noch für die Menschheit oder weniger gegen Homeland noch mit dabei gewesen wäre, zumindest was so die ganzen Organisationen und Kontakte und alles mögliche gewesen wäre und Sicherheit, ist es auch hinüber. Und ja, und gerade eben war das Attentat auf den Präsidenten, was irgendwie noch vereitelt werden konnte, was soll er noch tun? Ja. Und dann halt so, okay, das mit Ryan ist schiefgelaufen. Er schaut dann langsam zurück zu Kessler und so ganz leicht zu nicken irgendwie in die Richtung von Kessler. Ja. So von wegen so, okay, du nimmst die Kontrolle. Ja. Ja, also wir waren sehr gut. Ich fand auch den Blick von Ryan sehr spannend, als er dann runterguckt und dann einfach geht, weil es war so, war kein Schock. Nee. Es war auch kein Entsetzen. Es war irgendwie so ein, da saß irgendwie, also er hatte, meine ich, so ein leichtes Schmunzeln da wieder auf dem Gesicht. Oder zumindest so eine Unbelastetheit davon. Ja, naja, A, er hat ja schon mal aus Versehen eingetötet. Ja. Und B, naja, hätte er es nicht getan, wäre er da eingesperrt und sonst irgendwas. Also er hat mehr oder weniger seine eigene Gerechtigkeit. Er möchte gerecht sein. Ja. Und die Gerechtigkeit hier war, naja, die wollte mich gerade hier einsperren. Ja, und ich glaube, er hat sie halt auch da nochmal Bedrohung gefühlt, weil halt sie es erst so probiert. Ja. Und in dem Moment, wo er sie durchschaut hat, dann fängt sie an mit, hey, als ich meine Enkel verloren habe, war es die Schlimmste auf der Welt und dann kamst du und ich, also ich liebe dich und so weiter und so fort. Und dass er ihr das, glaube ich, auch nicht abgekauft hat, sondern auch als Schutzmechanismus gesehen hat in dem Moment. Ja. Ja, das war alles rund um Ryan. In der Main Story haben wir eine Beratung bei den Seven gesehen. Ja, wo Ashley die Liste noch aushändigt und dann schnell den Raum verlässt, als die Tür auch schon geschlossen wird. Und ja, Homelander sagt halt, hey, bei uns in den Sieben, das war schon immer ein Kreis des Vertrauens. Was ist denn mit dir los, Firecracker? Haben wir nichts weiter gehört. So, und ich muss euch jetzt sagen, was der Plan ist. Ja, und Firecracker hustet halt weiter fröhlich vor sich hin, wie es auch schon bei der Morning Show gemacht hat. Und ja, Homelander fragt, was denn los ist und sagt, ja, sind nur die Nebenwirkungen der Medikamente, also ne, klar, Herz wird ein bisschen größer, aber ja, auch Husten, hohes Fieber und so weiter und so fort. Und er reagiert damit einfach nur darauf einfach nur mit, ja, du hustest hier alles voll. Du mich hust voll. Mich voll. Setz dich weiter weg. So, und dann steht sie auf, setzt sich ein Stück weiter und sagt, nein, weiter. Ja. Und sie muss sich halt ganz ans Ende des Tisches setzen. Und ja, erkennt halt auch da wieder, sie
verliert seine Gunst, sobald sie nicht mehr genügsam ist, sozusagen, und sobald sie ihn was stört. Und ja, weiß ja auch, dass wenn sie diese Medikamente weiter nimmt, um Brustmilch zu produzieren, wird das ja nicht besser werden, das Ganze. Also ich glaube, auch Firecracker erkennt so ein bisschen, dass ihre Zeit in 7 vielleicht auch gerade davon rinnt, wenn sie nicht eine Lösung hat. Vor allem, weil sie halt ja keine wirklich mächtige Superheldin ist. Irgendwie. Sie kann so ein bisschen irgendwie Funken sprühen, das ist alles, was sie irgendwie kann. Sie scheint ja nicht mal besonders stark irgendwie zu sein oder sowas. Ja. Also auch sie hat mit Kimiko mitgehalten. Aber das tut irgendwie heutzutage jeder. Jeder. Das könnt ihr uns auch gerne mal in den Kommentaren sagen. Also mein Eindruck war, also ja, Kimiko wurde schon oft zerfetzt und sonst was. Aber mein Eindruck war, dass sie früher auch übelst stark war. Also so wie es jetzt diese Season ist, sie verliert einfach immer so und wird immer spielend leicht besiegt und regeneriert sich halt einfach immer wieder. Ja, ich bin mal gespannt, ob das, also ich glaube nicht, dass es beabsichtigt ist. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen komisch geschrieben. Ja. Ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie sowas erzählen wollen, sie wird mit jedem Mal, dass sie sich heilt, schwächer oder sowas. Oder dass es am Emotionalen liegt, aber ja. Kimiko, es ist kein ausschlaggebender Faktor mehr, um Stärke zu nicht wirklich messen. Die Muskeln der Seven eigentlich, der Seven, der Boys. Ja, also ist, aber Firecracker ist halt nicht gerade eine starke Heldin. Und ja, er offenbart ihnen eben, dass es einen Anschlag auf den Präsidenten geben wird, dass Newman dann quasi ihr Werkzeug wird und Noir und A-Train, nicht A-Train, Deep, bekommen halt einen Sonderauftrag, nämlich ihr müsst den Assassination Run durchführen. Hier ist eine Liste. Alle, die auf dieser Liste stehen, müssen noch heute Abend sterben und weg sein. Und das macht ihr. Und dann sagt Deep, ja, aber hat Ashley nicht auch total viel gegen uns? Müssen sie nicht ganz oben auf der Liste stehen? Ja. Und dann so, jetzt wo du sagst, ja stimmt, ja, setz sie auch zur Liste. Ja. Ja, und sie hört das und rennt panisch los, aber sie rennt nicht weg erstmal, sondern rennt in Homelanders Office und geht an den geheimen Compound V Vorrat und spritzt sich jetzt also auch selbst Compound V. Wir wissen noch nicht, was für eine Fähigkeit sie bekommen hat, sondern nur, dass es sie eben auch stark reagiert auf das V. Ja, genau. Also das, ihr Perücke fällt noch runter, man sieht irgendwie, dass alle, ihr gesamter Hirn babbelt irgendwie und alles sich umkonstruiert. Aber ja, was jetzt am Ende dann wirklich ihre Kraft sein wird, mal gucken. Ja, also ich tippe ja, da sie vor Stress ihre Haare verloren hat, es wird irgendwas sein, dass sie so Medusa-Haare bekommt oder irgendwie sowas. Oder ihre Haare, dass sie neue Haare bekommt, sie kann sie kontrollieren oder irgendwie sowas. Ja, das wäre eine coole Idee, ja. Irgendwie so. Und noch ein kleiner netter Gag, bevor man das sieht, ist, dass dann Deep Ashley aufschreiben will, ganz oben auf die Liste, er schreibt es erstmal falsch. Ja. Das ist erstmal das eine. Und dann fragt er, wie ist eigentlich Ashleys Nachname? Ja. So, und auch Homeland so, keiner weiß es. Weil sie auch schon diverse Ashleys hatten in der Company. Denn dass die Assistentin von Ashley heißt, haben wir jetzt nicht zum ersten Mal bekommen, den Weg. Genau. War ganz nett. Und wir sind dann bei President Singer. Und er wird halt eingeweiht von MM. Genau. Und auch der Secret Service wird eingeweiht und es wurde gesagt, ey, es gibt eine Doppelgänger. Und das könnte jeder sein. Wenn es richtig beschissen läuft, ist der schon hier im Raum. Ja. So, deswegen, ihr geht nur in Zweierteams, ihr meldet euch alle 5 Minuten und so weiter und so fort, damit wir halt abgesichert sind. Und sagt dann eben auch Annie und Yui hier Augen auf und so weiter, weil nämlich die Shapeshifterin mit im Raum ist und ihn halt fragt, ja, meinst du wirklich, dass der Shapeshifter hier irgendwie mit dabei ist? Und er so, ja, es kann sein, also Augen auf. So, und sie spricht dann noch mit Yui. Und sagt dann halt, es ist echt warm hier drin, oder? Ja. Oh, ich schwitze richtig, es ist so heiß wie ein Ofen hier. Ja. Und das ist dann der Satz, der Huey das alles sich erinnern lässt, weil das war nämlich genau der Satz, den die Shapeshifterin damals bei der Flucht gesagt hat. Ja. Es ist wie im Ofen hier und es ist so heiß hier, bevor sie dann halt Annie weggestoßen hat und ihn angegriffen hat und so weiter mit dem Messer. Und auf einmal fallen auch die ganzen Merkwürdigkeiten auf, die halt so in den letzten Tagen und letzten 10 Tagen passiert sind. Und er ist wirklich so, fuck, das kann nicht wahr sein. Und sagt, ja klar, ich möchte auch Wasser unbedingt. Und dann gibt es diese super lustige Szene, wie er dann halt sich zum Wasser hingeht und sagt so, schau einfach geradeaus in den Raum. Was?
Du sollst dich direkt mich anschauen, du musst gerade aus dem Raum schauen. Scheiße, in den Raum! Ja, okay. Und dann, wie gesagt, so, Annie ist es. Was ist Annie? Die Shapeshifterin. Was? Und ja, und dann sind beide total angespannt, als dann Annie dazukommt und so, hey, na! Ja. Und sie anstarren und dann so, warum starrt ihr mich denn so an? Ah, ihr habt es gemerkt. Ja, genau, ich hab die. Ah, da geil. Wie dann MM so, oh, wow. Und ich bin auch so, also wirklich super sauer, wie es anschaut. Ja, ich hab dir den Antrag gemacht. Ja. Oh. That's the thing we did. ja, und sie erkennt dann halt, dass die beiden total nervös sind und startet ihren Angriff dann in diesem Moment. Und ja, erwischt doch erstmal ein paar, hängt eine Soldatin mit dem Kopf voraus an einem Kleiderhaken auf. Genau. Einem wird das Rückgrat an einem Tisch gebrochen. Perfekter rechter Winkel. Ja, genau. Und ja, Kimiko holt den Präsidenten erstmal raus mit der komödiantisch langsamen Bunkertür. Kommt aber raus und ja, dann kriegen wir Kimiko gegen Fake Annie. Ja. Und Fake Annie gewinnt innerhalb von Sekunden mit einem Probleme. Einmal Genickbruch, Kimiko ist aus dem Spiel erstmal. Ja. Und ja, dann kommt aber Annie to the Rescue, die sich vorher noch die Hände aus ihren Fesseln rausgefräst hat, indem sie sich einfach die Haut abgezogen hat, um da rauszukommen. Und ja, die Fake Annie sagt, du glaubst, du kannst mich besiegen, guck mal, du konntest da nicht meine Kräfte einsetzen, um dich zu befreien. Und ja, wird dann aber auch im Hand-to-Hand-Combat besiegt. Sie wollten halt unbedingt diesen Kampf haben von Fake Annie gegen Annie, so ja. Wird das dann halt die echte Annie gewinnt. Und ja, und erwürgt sie halt. Also ja, und das war's mit Shapeshifterin. Ja. Was halt, wie gesagt, ich befürchte, es war es wirklich. Ja, denke ich auch. Aber es ist halt sehr schade. Und wie gesagt, das würde wieder, aber das Problem hat The Boys schon eine Weile. Das macht für mich halt die Szene mit The Deep, wo sie sagen, wir können ihn nicht umbringen, es gibt keine Möglichkeit, halt auch wieder dumm. Weil, ja, also du hast dann argumentiert, ja, die Seven sind schon besonders stark, aber mir wurde nie der Eindruck vermittelt, dass The Deep besonders stark ist. So, sondern eigentlich eher, dass er eine ziemliche Witzfigur ist. Ja, ja, ja. So, und ja, irgendwie, dass da MM sagt, ja, wenn dir was einfällt, wie wir ihn umbringen können, dann sag's. Offenbar kann man sie erwürgen. Oder wenn sie nicht Kimikos Kräfte haben, ihnen das Genick brechen. Ja. Oder, also. Also ich meine, wer weiß, vielleicht kommt die Shapeshifter ja wirklich nochmal zurück, ja. Weil sie halt nur erstickt worden ist und Annie halt gar nicht daran gedacht hat, dass die vielleicht gar nicht tot ist oder irgendwie sowas. Ja. Mal gucken, wir müssen mal auf die letzte Staffel dann warten. Was ich eigentlich an der Szene jetzt im Nachhinein mir auch noch so aufgefallen ist, die waren doch im Präsidentenbunker, oder? Ich denke, ja. Also eigentlich so Weißer Haus-Bunker. Ich denke es. Wir haben halt ja später definiert. Erfahren, Weißes Haus ist hier Lockdown und so weiter, ne? Wie zum Fick ist Annie da reingekommen? Gut, ich sag mal so, sie ist ja offiziell Teil der Boys, sie ist ja beim CIA. Aber willst du mir erzählen, dass die CIA, der Präsident ist da unten im Bunker, alles ist hermetisch abgeriegelt und so weiter, sehen Annie im Pulli verdreckt, blutig, mit zerfetzten, sagen so, gehen sie alleine runter. Wie gesagt, das haben wir öfter, also allein in dieser Folge, ich habe ja auch bei Ryan schon gesagt, dem ist nicht aufgefallen, dass er in irgendein Special CIA-Bunker-Raum da reinrennt. Ja, 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 ja. So, und ja, hier kann man halt aufgaben, okay, wie geht, also ja, ich habe mich auch sofort gefragt, okay, wie ist Annie da überhaupt hingekommen? Ja, ja. So. Sie sagen später, ich habe dein Telefon getrackt, getrackt. Und man auch meinen sollte, dass das so ein tief Bunker, unter der Erde, dass so ein Bunker das unterbinden sollte. Ja, genau, richtig. Eigentlich. Also, aber egal, gut, sie war halt da, gut, ja. Was soll's. Ja, genau, und der Tag ist erstmal gerettet. Und ja, wir bekommen dann wir bekommen dann den Anruf von Vicky Newman bei Yui. Richtig. Also vorher spricht er noch kurz mit Annie oder danach, davor. Jedenfalls, er spricht dann noch kurz mit Annie und sagt, hey, gut, dass du aufgetaucht bist. Wie geht's dir eigentlich so? Und er schlägt sich selber so auf den Kopf, oh Gott, warum frage ich sowas? Ja. Und sie sagt, ja, ach gut, ich hab, übrigens herzlichen Glückwunsch zur Verlobung und so weiter. Ich dachte, ich mach dir den Antrag. Ja. Und ja, man muss halt sagen, es ist halt eine beschissene Situation. Ja, wirklich. Weil ich glaube, jede Frau und auch jeder Mann,
Gesetz den Fall, es gäbe sowas in echt, ja. Wäre verletzt und sauer, wenn der Partner nicht erkennt, ja. dass da an der Persönlichkeit oder so irgendwas ja, nicht genau. stimmt. Auf der anderen Seite haben wir ja auch erfahren, okay, die kennt die ganze Persönlichkeit ja. und sie kennt, hat alle Erinnerungen und sie hat ja sogar extra Details eingestreut in die Gespräche, die ja. nur Annie wissen konnte. Ja. ja, und dann halt drauf zu kommen, ja, das ist jetzt auf jeden Fall die Shapeshifterin, die Annie übernommen hat und so weiter. Und Chewie versucht sie auch zu verteidigen, so, ey, wusstest du, warum ich wusste, dass sie es nicht ist, weil du, wenn du nach Hause kommst, siehst du immer sofort deinen BH-Ausweis und schwitzt und so weiter. Du, egal wie oft du deine Autoschlüssel irgendwo hinpackst, du suchst immer 15 Minuten danach. Ja. Und sie hat sofort die Schlüssel gefunden und vor allem, weißt du, als du stark geschwitzt hast, du, selbst wenn du schwitzt, ist 90% Duft hat er, glaube ja. ich, irgendwas gesagt ja. und das ist alles und also du sagst, ich kann gerade nicht, so. Weil ich verstehe sie, dass sie sagt, ja. sie kann nicht jetzt einfach sofort das mal Zeit fahren, sie fragt dann nochmal so von wegen so, also hast du mit ihr geschlafen? Ja, wie oft? Es waren nicht mal 20 Mal. Ich war 10 Tage weg. Sie hat sich immer angeboten. Das war fast immer nur von ihr. Ja, und das ist halt, ne, die Verletztheit versteht man natürlich. Weil, ja, im Prinzip, ja, für Annie ist es, ja, die Fake Annie hat die Fantasieversion von mir ja. imitiert, die Yui gerne hätte. Genau. So. Eine, die nicht dauerhaft depressiv ist ja. und nicht weiß, wohin und mit extremen Problemen zu tun hat, sondern du wolltest immer eine absolut glückliche, tolle, fantastische haben und so weiter. Ja. Genau, und das kann man, glaube ich, auch an dieser Stelle gleich noch erwähnen. Also später sagt ihr dann aber auch, dass genau das alles das ist, was sie besonders macht und dass das ist, was er an ihr liebt. Ja, letztendlich sagt sie ihm dann am Ende, du wirst dich auf jede Geschlechtskrankheit auf diesem Planeten und im Universum testen genau. lassen, was fair ist, ja. weil die Shapeshifterin hat bestimmt ein paar davon mitgenommen über die... Definitiv, und sie sagt ja auch so, ich habe keine Lust auf Shapeshifter-Syphilis. Ja, und ja, Yui fängt dann an zu lächeln und sagt, fuck yes, you, yeah! Richtig. So, er ist wieder im Rennen. Genau. Und ja, letztendlich... Ja, wahrscheinlich hat dann auch Annie für sich erkannt, ja, okay, er hatte realistisch gesehen keine nicht Chance. Wirklich eine Chance, das zu erkennen. So. Ja, dann gesagt, dann kommt halt das Ganze mit Vicky Newman, die halt den Anruf, weil sie ja auch nochmal ein Gespräch mit Homelander hat, als ein Attentat auf Singer auch nochmal schief ja. geht und so. Und Homelander nochmal sagt, so, du wirst halt dich genau unserem Plan halten, wenn du es nicht tust, dann werde ich hier ja. Zoe die Stimmt, das war's. Hölle heiß machen auf Erden und sie wird unglaublich Schmerzen erleiden. Und ich werde dich auf jeden Fall finden und du wirst meine kleine perfekte Puppe sein, ob du willst oder nicht, für ja. alle Zeiten. Sonst habe ich Zoe und werde ihr jedes Jahr einen Körperteil schicken. Genau. Von ihr. Und ja, und Zoe ist halt der Knackpunkt für Vicky und ja, sie ruft dann halt Hugh an und sagt halt, du bist die einzige Person auf Erden, auf die ich mich noch irgendwie, wenden kann momentan. Ja. Und ich gebe auf und bringt mir Zoe in Sicherheit mit uns hier ein, Leuten da irgendwie bringt dann, ich ergebe mich freiwillig und ich tue alles, was ihr wollt und einfach nur, dass sie sicher ist in irgendeiner Form. Und ja, ich will selber sagen, so, willst du mich verarschen nach allem, was du für ein Monster bist, ja. was du getan hast, was du vorhattest? Ich habe dich doch versucht zu warnen, was soll eigentlich vor sich gehen, ja. versucht zu überzeugen, du hast es nicht einsehen wollen. Jetzt soll ich dir helfen. Und sie ist so verzweifelt, dass er am Ende sagt, so, okay, wir versuchen was. Und dann versucht er halt die Boys davon zu überzeugen, die auch erstmal sagen, so bist du bescheuert. Ja. Wir haben diesen Virus jetzt endlich, French hat jetzt den Virus endlich fertig, ja. um Vicky Newman zu töten. Und jetzt willst du, dass wir irgendwie ihr helfen? Was soll das? Und ja, und Huey halt seine sehr, ja, auch bewegende Ansprache hält. Das, was halt Huey immer kann, dieses Verbinden, das Connecten zwischen Menschen, dass er halt sagt so, naja, was wäre, wenn wir halt Vergiftnis, wenn wir halt einmal vergeben, wenn wir halt einmal... Sie ist ein Monster. Das ist jetzt nicht so, dass wir es vergessen, dass sie ein Monster ist, sondern einfach, ja. es ist, Gewalt ist nicht immer die Lösung und vor allem Gewalt ist nicht mutig. Ja. Und vielleicht vergeben und mit einer kommunizieren, dass das die Lösung eigentlich ist. Ja, das ist mutig und ja, wenn wir versuchen wollen, gegen Monster anzukommen, vielleicht sollten wir dann versuchen, menschlich zu sein. Genau. Ja, und M sagt halt wirklich, fuck it. Und sagt auch nochmal zu Annie, du, wir... haben alles möglich versucht und wir kommen nicht voran, vielleicht müssen wir einfach mal das machen. Vielleicht funktioniert das ja irgendwie. Ja. Wir werden eh sterben und wenn wir wahrscheinlich sterben und wenn wir schon sterben, dann können wir wenigstens mit erhobenen Köpfen. Mit einer erhobenen Hauptes. Ja. Und ja, auch Frenchie und Kimiko haben noch ein kurzes Gespräch, wo Frenchie auch hat, sag mal, glaubst du wirklich, dass das die richtige Idee ist, die gute Idee ist? Und ja, Kimiko ja, sagt eben dann auch, dass ja, sie es vielleicht mit Vergebung
probieren sollten. Und ja, wenn jemand wie Newman vergeben werden kann, dann sollten sie auch versuchen, sich selbst zu vergeben. Und er sagt so, ja, im Vergleich zu Newman sind wir halt echte Monster. Und wie können wir uns denn wirklich vergeben? Und sie sagt dann halt so, naja, Schritt für Schritt, jeden Tag ein kleines bisschen. Und ja, fragt ihn dann auch noch, weißt du noch, als du gesagt hast, du solltest mit Colin zusammen sein? Er sagt, ja, natürlich. Und sagt, das war eine Lüge. Und sie hat nur gewollt, dass er jemand Besseren hat als sie. Genau. Und das habe ich mir ja schon gedacht am Anfang der Staffel. Ja. Wo halt wirklich so, weil ich das so komisch fand. Weil ich habe noch im Kopf, am Ende von Staffel 3 waren sie eigentlich schon sehr eng miteinander. Ja. Und eigentlich deutet sich alles darauf an, dass sie ein Paar werden. Und dann jetzt am Anfang dieser Staffel auf einmal so, ja, jetzt cut so irgendwie und jetzt doch nicht. Und das wäre schon so komisch. Und ja, aber jetzt endlich gab es denn jetzt doch mal die Szene. Sie geht auf ihre Zehenschützen, küsst ihn einmal. Er weiß, er ist ganz kostig und dann sagt er aber fuck it und küsst ihn halt auch. Ja. Und dass sie endlich jetzt doch mal ein Pärchen sind. Das, was eigentlich schon seit der ersten Staffel sich angedeutet hat, dass die eigentlich mal irgendwann ein Pärchen sein werden. Das ist jetzt endlich passiert. Obwohl man da wirklich sagen muss, was du auch schon jetzt gesagt hast, dass halt gefühlt sind sie jetzt wieder am Ende von Staffel 3. Ja. Und dass eigentlich diese gesamte Staffel für die beiden einfach nur war, wie fangen wir nochmal von vorne an und um dann wieder da zu enden, wo wir schon mal waren gefühlt irgendwie. Und das ist halt so schade, weil ich mag diese beiden Charaktere eigentlich sehr. Ja. Und ich fand auch die Szene wieder toll und dachte so, ja, endlich. Und das passt. Und aber eigentlich kann man wirklich sagen, dass die gesamte Staffel für sie einfach nur war, wir wissen nicht, was wir mit euch anstellen sollen. Ja. Irgendwie so. Das ja. Und das ist halt so schade, weil sind beide super Schauspieler. Ja. Also ich finde auch, also Karen Fukuhara, die ist auch einfach so süß. Ja. Also wo sie dann Annie das einfach nur... auf dem Handy mit der französischen Flagge und so ein Herz-Smiley irgendwie da so. So und dann so. So ist, ja, das ist halt super. Aber ja, ich bin irgendwie, ich weiß gar nicht, in der Szene saß ich da mal so, ich glaube, Frenchie stoppt die Folge. Es wäre irgendwie sehr passend gewesen, wenn jetzt der Moment, in dem sie anfangen wollen zu vergeben, sozusagen, sich selbst zu vergeben, der ist, wo es dann endet. Aber ja, er wird erstmal nur abgeführt. So. Ja, mal gucken. Und das muss aber noch kurz auf sich warten nach der Besprechung, denn sie machen das dann. Vicky Newman kommt in ihr Quartier. Frenchie hat zur Not die Knarre mit dem Virus Bullet drin geladen. Und auch da sagt er wirklich, dass das ein richtiges Hail Mary wäre, weil er halt auch sagt, ja, es wird wahrscheinlich funktionieren, wenn ich richtig treffe, an einer Stelle mit weichem Gewebe, dann klappt es vielleicht. Genau. So. Was mir aber auch im Prinzip sagt, ja okay, also für Homelander ist es bei weitem noch nicht ausgereift genug. Und ja, sie stehen dann da und ja, Newman sagt auch, hey, ich schulde euch nicht nur ich schulde euch viele Gefallen in der Zukunft und sie sind eigentlich gerade bereit, den Deal einzugehen miteinander, als Butcher um die Ecke kommt, sie da sehr viel gesünder sehr, aussieht. Sehr gesund aussieht. Ja, und halt sagt, no deals. Und ja, und dann kommt halt die sehr, sehr krasse Szene, also sie war wirklich so, holy shit, sie zieht es echt durch und ja, er packt Huey noch an der Seite, also wirklich dieser letzte Moment nochmal, wo man den guten Butcher nochmal so kurz merkt und schiebt Huey zur Seite und auf einmal kommt aus seinem Brustkorb einfach diese Ranken raus wie schon beim Hasen irgendwie. Also das ist genau dasselbe, was dieser Hase irgendwie hatte. Schleudern halt alle irgendwie zur Seite, den Secret Service-Typen schleudert er zur Seite, die Tochter schleudert er zur Seite, packt Newman, zieht sie in die Luft und hält mit seinen anderen Tentakeln halt Kimiko und Annie und MM und so Frenchie und alles zurück und dann zerreißt er sie auf die brutalste Art und Weise einfach in zwei Hälften in der Luft. Und Newman ist instant tot und hat nicht mehr einen Hauch einer Chance, irgendwie noch zu reagieren. Wahrscheinlich war sie selber so überrascht, dass sie gar nicht mehr daran gedacht hat, irgendwelchen Köpfe platzen zu lassen oder irgendwie sowas. Ja. Ich habe gar nicht gesehen, ob ein Tentakel um die Augen rum. Das stimmt, war. Es war ein Tentakel um die Augen rum, stimmt. Ah ja, stimmt, sie muss ja Augenkontakt haben, das war es ja. Stimmt, deswegen, sie konnte nicht mal irgendwas in die Luft springen lassen. Einer hat sich um den Körper gewickelt, dass sie nicht mehr wehren konnte, und einer hat um den Kopf gewickelt. Ja, und sie hat halt selbst wenn es nicht um die Augen war, sie musste nach oben gucken. Ja, stimmt. Ja. Also er hat schon darauf geachtet, dass sie nichts machen kann. Und ich muss sagen, zum Beispiel bei Newman, kann ich mir auch vorstellen, dass einige den Tod ein bisschen unbefriedigend finden. Also, dass man das Gefühl hatte, da hätte jetzt noch der Redemption-Arc kommen können oder so. Aber ich finde, den braucht halt auch nicht jeder. Ja. Und ich finde, eigentlich hat das sehr schön in diese Folge und in diese Story reingepasst. Weil das ja irgendwie wirklich dieses
eigentlich mehr dafür da war, zu etablieren, hey, nicht jeder, der ein Einsehen hat, kriegt diese Vergebung auch. Richtig. Und kriegt dann sein Happy End sozusagen. Und halt wirklich in dieses, wir sind jetzt im Fuck-All-Butcher-Modus, der halt sagt, ey, ich vereite jetzt erstmal Homelanders Plan. Ja. Fertig. So, und ja, das, da fand ich halt wirklich, dass es jetzt nicht so, also ich habe nicht mit gerechnet, aber das ist jetzt nicht so aus dem Nichts kam. Ich dachte, oh, der Charakter hat noch so viel zu tun. Naja, nee, nee. Sondern eigentlich, ja, wäre sie jetzt, andererseits wäre sie jetzt wahrscheinlich in den Sonnenuntergang gefahren und das wär's. Und das wird ja mit, unter Garantie Stan Edgar wieder auf dem Plan rufen. Richtig. In Staffel 5 dann. Sehr, sehr wahrscheinlich. Vor allem, weil ja auch seine ja, Enkelin jetzt noch ja. da ist, ne? Also die, weil Butcher hat nur Newman umgebracht. Ja. Er hat die andere nur zurückgehalten, er hat nicht nochmal extra nach der Tochter gegriffen, ja. irgendwie sowas. Er hat sie einmal weggeschleudert, ja. aber ich glaube nicht, dass sie daran stirbt. Nee, nee, man hat ja sogar noch gesehen, dass sie an, ins Red River. Ah, stimmt, sie ist ja in der Red River. Ja, das weiß auch, ist ja rein. Also da, wo ist dann Edgar quasi auch Vicky damals. Richtig, genau. Also sie kommt ins selbe Weißhaus wie ihre Mutter und sah auch nicht sehr glücklich aus. Ja. Also vielleicht ist da schon die nächste böse Massenmörderin jetzt da. Ja. ja. Das, was halt eigentlich verhindert werden sollte, passiert jetzt wieder. Und ja, Butcher sagt einfach nur zu den anderen, gern geschehen übrigens. Ja. Und ihr solltet hier mal schnell abhauen. Ja, und nimmt sich von Frenchie noch, das Virus. Achso, genau, ich nehme das Virus. Und so, Frenchie sagt halt noch, dass du hast kaum und wie genommen und jetzt, das kann ich jetzt auch umbringen. Ja. Aber er weiß ganz genau, Frenchie drückt nicht ab bei ja. Butcher. Ja, und auch MM lässt es geschehen. Also greift nicht ein, obwohl er vorher noch Hell No sagt. Aber ja, Butcher nimmt sich das Virus und geht. Und ja, ist wieder im Anfang der Serie Butcher-Slang unterwegs mit dem You're Welcome. Und ja, dann sehen wir die Folgen davon. Nämlich Homelander, der in seinem zerstörten Apartment sitzt mit und auf einem halb kaputten Fernseher die Nachricht darüber sieht, dass Vicky Newman gestorben ist und ja, dass ja, Amerika gerade im Chaos ist, aber ja. eben auch, dass sein Plan gescheitert ist. Ja. Ryan gerade nicht da, alles verloren und ja, er denkt, es ist alles ihm aus den Fingern geglitten. Und in dem Moment kommt eine sehr glückliche Sage rein, und offenbart ihm Glückwunsch! Glückwunsch! Es hat alles funktioniert. Zwar mit ein paar Curveballs, weil du nicht auf mich gehört hast, ja. aber es hat alles funktioniert. Und ja, ja offenbart dann halt, indem sie über die Nachricht noch umschaltet, von wegen, dass halt ein neues Video rauskommt mit dem, was im Bunker der Präsidentschaftskandidat da gesagt hat. Nämlich, dass er gesagt hat, ich werde hier Vicky Newman vor, bevor sie mich umbringt, werde ich sie noch umbringen oder irgendwie sowas hat er gesagt. Ja. Und dass dann halt er als Hauptverdächtiger gerade vom FBI festgenommen wird, dass er vielleicht Vicky Newman hat umbringen lassen, ja. Weil nicht klar, weil es anscheinend nicht in der Öffentlichkeit rauskommt, natürlich wie sie umgekommen genau. ist. Es wird den Starlighters in die Schuhe genau, geschoben. Genau, die Starlighters, Deep State, die Starlighters, die irgendwie damit zusammenhängen. Und ja, und dass halt jetzt der nächste Präsidentschaftskandidat irgendwie auf der Liste steht, der nächste in der Reihe, was einer, ich glaube, einer von den Billionären ist von auch, dieser ja. Party. Ja. Und ja, und sie sagt so, ja, das ist der und der ruft dich irgendwie rein, der möchte dir reden. Ja, das ist der nächste Reihe und der möchte seine den Schwur an dich leisten. Ja. Dass er alles tun will, was du sagst und was du möchtest. Und erst Homelander ist zum ersten Mal, glaube ich, wirklich echt schockiert, dass wirklich jemand das für ihn tut, so halt im Motto. Und wirklich sagt so, warum machst du das? Ja, er sagt ja auch, ich habe dich rausgeschmissen wie Müll ja. und so weiter. Und er fragt sie, warum machst du das? Und sie sagt, einfach, weil ich wissen wollte, ob ich es kann. Ja. Und da finde ich das wirklich cool, weil da ist wirklich das erste Mal diese wirklich doch auch psychopathische Touch oder soziopathische ja. Touch bei ihr durchkommt. Dieses, sie ist der schlauste Mensch der Welt, aber niemals hat irgendwer auf sie gehört, niemals hat irgendwer sie voll genommen, sonst irgendwie. Weder so bei Regierungen, noch bei Wissenschaft, noch bei Wort. Und jetzt hat sie einfach mal allen gezeigt, ich kann alles. Ja. Dass sie halt alles geplant hat. Und es passt ja auch, weil sie hat ja die Shapeshifterin engagiert. Und sie hat wahrscheinlich Shapeshifterin gesagt, so, du musst halt die Person umbringen. Aber in Wirklichkeit war die ganze Zeit einfach nur der Sinn dahinter, um halt Material wieder ranzubekommen, um halt beide ja. wegzubekommen. Sie hat gesagt, so, ja, Vicky sollte so oder so halt sterben, so auf dem Motto. Weil sie hatte zu viele Ideen und so weiter. Ja. Also sie hätte wahrscheinlich so oder so wahrscheinlich Vicky Newman auch noch auf andere Art und Weise umgebracht oder irgendwie so weiter. Ja, ja und sagt Homelander dann im Gehen noch, ja, aber beim nächsten Mal hör einfach auf mich.
Und dann ist so, wie jetzt beim nächsten Mal, weil auch wieder man sieht, Homelanders Plan endet hier. Richtig, genau. So, ich bin dann an der Macht und dann gucke ich mal, genau. Sozusagen. Und sie sagt, ja, natürlich beim nächsten Mal so und sagt quasi... Schnall dich an für Phase 2. Phase 2, ja. Also sie hat noch große Pläne. Also Sage ist die Oberbösewichtin eigentlich, die eigentliche Pläne-Schmiederin. Ja, und Homelander geht, während ihm Tränen die Wangen runterlaufen, ans Telefon und wir sehen... ja, wie der neue Präsident vereidigt wird und wie er ja quasi gar nicht seinen Satz zu Ende sprechen kann. Dass nämlich jetzt alle, was er, 100 Subs oder so. Alle Wort-Superhelden und so weiter. Genau, werden direkt Homelander unterstellt sein. Genau, und werden jetzt halt generell, Martial Law. Er hat jetzt das Martial Law-Gesetz in Kraft gerufen, dass jetzt halt alle Superhelden dafür mit ins Militär mehr oder weniger aufgenommen werden. Das hat die alle. Homelander gestellt sind, um halt die Starlighter auszuradieren und festzunehmen und so einen ganzen Kram. Ja, und er kann quasi seinen Satz gar nicht zu Ende sprechen, als Homelander schon sagt, thank you, Mr. President, und der also, okay, und zur Seite geht und wir erfahren, ja, im Prinzip, Homelander ist jetzt der Präsident der Vereinigten Staaten. Er hat jetzt die richtige Macht. Und er schwingt seine Rede an, es fängt an, Musik zu spielen, wir sehen die Boys, wie sie, ja, Pässe bekommen von MM und sich erstmal auflösen und in alle Richtungen davon stuben. Und dann aber auch, wie alle von ihnen aufgehalten werden. Ja, ich dachte halt schon so, okay, sie gehen jetzt alle in den Untergrund, versuchen dann irgendwie in der letzten Staffel dann aus dem Untergrund heraus nochmal alles. Und dann jemand fiel auf einmal ein Boot aus dem Himmel vor das Auto von Chewie und Annie und dann so, oh, fuck. Ja. Nee, das wird anders laufen. Ja. Und wir sehen, MM wird vom Penismann ausgeschaltet. Natürlich. Es musste der Penismann sein. Kimiko und Frenchie werden von den Gen V Helden ausgeschaltet. Und Frenchie wird quasi einfach per Gedankenkontrolle dazu gebracht, dass er mitgeht. Genau, und Kimiko kann halt gegen den anderen Jungen da nichts ausmachen, der ja so stark wie Homelander zu sein scheint. Und ruft dabei ihre ersten Worte, nämlich schreit sie verzweifelt No. Und auch da muss ich halt leider sagen, es hat für mich leider gar nichts gemacht. Also dadurch, dass mir die Storyline von den beiden so egal war, hat mich das nicht berührt, dass jetzt diese verzweifelten Aufschreie ihre ersten Worte wieder sind. Ja. Gut. Und Yui und Annie sind eigentlich gerade noch glücklich. Annie kriegt ihre Kräfte zurück. Also auch nicht, wie wir gedacht haben, in irgendeinem brenzligen Moment, wo sie die unbedingt braucht oder so, sondern einfach, weil sie wieder ein Stück glücklicher ist. Wahrscheinlich. So. Vielleicht, weil sie jetzt mit ihrer eigenen Vergangenheit durch die Shapeshifterin so ein bisschen auch abschließen konnte. Und vielleicht, weil sie jetzt auch weiß, Huey will sie heiraten und so weiter oder so. Ja, und die werden aber aufgehalten von einem Boot, was geschmissen wurde von der Metall- oder Telepathie-Dame. Aus Staffel 3 und Yui nickt quasi Annie einmal zu, dass sie davon fliegen soll und wird dann auch festgenommen. Und wir sehen also quasi alle Nicht-Zoops werden gefangen genommen und werden wahrscheinlich in diese Lager kommen und alle Zoops werden auch festgesetzt, aber mit denen gibt es wahrscheinlich dann andere Pläne. Richtig, und Annie kann halt fliehen. Ja. Ja, und wir sehen auch Butcher, wie er in seinen schicken Wagen halt irgendwo, wo ganz viel Schnee liegt, irgendwo langfährt mit dem Virus-Gewehr noch in einer Hand und schaut noch kurz in den Rückspiegel, wo halt Kessler auf der Rückbank sitzt und so ein breites Grinsen auf dem Gesicht hat so, und nickt so, jawohl, wir beide gegen den Rest der Welt, so hat dem Motto. Und ja, und damit endet eigentlich dieses Finale. Wir haben die Boys alle festgesetzt, außer... Annie, die entkommen ist, und Butcher, der aber jetzt halt nicht mehr der liebe Butcher ist, der sich schon verändert hat, sondern wieder der alte, böse Genozid-Butcher ist. Ja, und wir kriegen da noch eine kleine Post-Credit-Scene oder Mid-Credit-Scene. Es werden eigentlich quasi nur die ersten paar Namen eingeblendet. Und dann sehen wir Butcher, wie er in ein geheimes Untergrundlabor hineinläuft und gesagt wird, seit wann wissen sie es? Und der neue Präsident sagt, ja, ich habe dich sofort angerufen, als ich es erfahren habe und so weiter. Und wir sehen, wie wir es ja fast schon gedacht haben am Ende von Staffel 3, dass Soldier Boy noch lebt und dass Homelanders Vater quasi noch unter uns weilt.
Und damit können wir jetzt eine glückliche Familie aus Soulja Boy, Homelander und Ryan bekommen. Richtig, genau. Großvater, Vater und Sohn, ja, die sich alle drei nicht leiden können oder alle irgendwas gegeneinander haben. Ja. Beste Family überhaupt. Ja. Und ja, Homelander hat selber so aufgrund von, er hat so, are you fucking kidding me? Und war selber so, fuck, was mache ich jetzt eigentlich? Ja. Er ist ja mein Vater, aber er wollte mich auch umbringen und hat zu mir gesagt, ich bin das fehlerhafte Produkt und so weiter. Lass ich ihn vielleicht lieber schlafen einfach? Mal gucken. Würde auf jeden Fall noch interessant werden. Und ja, der Präsident ist wahrscheinlich deshalb erfahren, weil es war ein Geheimnis von CIA und wahrscheinlich wird jetzt der neue Präsidentin ernannt worden, ist der CIA zu ihm gesagt, so, wir haben übrigens Soldier Boy da unten noch in Q-Schlaf und so weiter. Und der hat es wahrscheinlich dann, weil er jetzt halt total auf Homeland sei, gleich Homeland Bescheid gegeben. Der ist übrigens noch da. Ja. Ja, also es sieht sehr, sehr düster für die Boys aus und für die Welt, muss man wirklich sagen. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie denn die zweite Staffel von Gen V sein wird. Ich glaube, die wird sogar wirklich also sehr ausschlaggebend für den Start der letzten Staffel sein, glaube ich. Weil, was wir wissen, ist ja, dass am Ende von der Gen V-Staffel die guten Gen V-Leute waren ja auch im Knast und wurden ja auch eingesperrt und so. Sie haben sich versteckt, ne? Ich glaube, in dem Video, was du gesagt hast, ist ja, die haben sich versteckt. Sind untergetaucht. Nee, sie waren eingeschränkt, sind dann untergetaucht, ausgebrochen irgendwie. So. Also sie sind schon in der Untergrundbewegung und wahrscheinlich wird es jetzt noch mehr in diese Richtung gehen, dass wahrscheinlich jetzt überall in ganz Amerika die Starlighter gejagt werden. Wahrscheinlich einfach nur jeder, der irgendeinen komischen Kommentar macht oder mal auf irgendeiner Rallye war, wird als Starlighter gestempelt und wird sofort geschnappt oder umgebracht werden direkt. Ja. Und dass es halt wirklich so richtig diktatorisch alles wird. Vielleicht bricht einfach direkt ein Bürgerkrieg aus irgendwie, dass halt die halt gegen die Supes sind, gegen die Supes, Leute. Kann auch alles sein, wie das alles passieren wird. Und ja, und Butcher, ich denke mal, Annie wird wahrscheinlich A-Train und Maeve aufsuchen und vielleicht noch andere Superhelden, die halt gegen Homelander agieren wollen. Und natürlich auch die Boys suchen, um die irgendwie zu befreien aus den Lagern und so weiter. Ja, und Butcher wird halt seine eigenen Pläne machen. Ja, ja, ich mit Gen V ist halt spannend, ne, weil. Sie hat, also Eric Kripke hat ja selber gesagt, es ist nicht nötig, die jeweils andere Serie zu gucken. Ja, also bei dieser Staffel 4 würde ich jetzt im Großen und Ganzen zustimmen. Ja. Trotzdem stehst du zweimal da und denkst dann so, wer sind jetzt die Guardians of Gdolkin, wenn du sie nicht kennst? Was ist das? Warum kann die blonde Frau, warum geht Frenchie plötzlich einfach mit? Also, ja, fehlt schon ein bisschen was, wenn man das nicht, aber es geht noch. Aber ja, also wie man jetzt ein Gen V Staffel 2 macht, ohne dass die das relevant werden sollte, was in The Boys passiert ist, das kann ich mir schwerlich vorstellen. Ja, ja, schauen wir mal. Die letzte Season von The Boys, habe ich vorhin gelesen, soll filmen von November bis Mai etwa 2025 oder bis Mitte 2025 und soll dann erst 2026 wieder erscheinen. Noch 2 Jahre was. Das heißt, wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich Gen V wieder bekommen. Genau. Und dann darauf wird dann die letzte Staffel von The Boys sein. Was ja passt, so ist so nett. Ja. Aber da bin ich gespannt, wie gesagt, was bei Gen V sein wird. Wie sie das dann ja, zum Abschluss bringen werden, generell und so. Und ja. Also, im Ganzen und Ganzen war ich mir voll zufrieden. Ja. Ich fand es zwar ein sehr cooles Finale mit ein paar schönen Twists und hat wirklich jetzt so, okay. Das Feld ist vorbereitet für eine sehr, sehr krasse letzte Staffel, was da jetzt alles passieren könnte. Bei der, also witzigerweise mit der Ausgangslage, die wir jetzt haben, ohne jetzt da was direkt zu spoilern, aber ich mir vorstellen könnte, dass es sogar doch wieder relativ in Richtung der Comics geht, was das Endgame angeht. Ja, ja. Nicht, was die Menschlichkeit und so weiter angeht, weil das fand ich, also deswegen fand ich auch die Szene mit Yui so schön, dass er hier nochmal argumentiert hat, hey, wir sollten gegen Monster vielleicht mit Menschlichkeit vorgehen, weil das ist halt ein Element, was den Comics komplett fehlt. Mhm. Da ist einfach nur Gewalt, alles in Arschlöcher, Rache, Rache, Rache. Ja. So, und ja, Yui ist da noch der menschlichste, aber eigentlich auch ein riesen Arschloch. Also zum Beispiel, wie das sich mit A-Train alles ausspielt, ist komplett anders. Komplett anders, ja. So, und ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so vom eigentlichen Endgame her in eine relativ ähnliche Richtung gehen wird. Kann durchaus passieren. Ja. Ja, insgesamt fand ich jetzt, die Staffel war ein bisschen gemischt, weil ich fand den Anfang, also die erste Hälfte fand ich sehr, sehr stark. Ja. Also da war eigentlich wirklich jede Folge hat irgendwas sehr, sehr Cooles gehabt, sei es neue Entwicklungen, Charakterentwicklungen, Story-Arcs. Also der gesamte Story von A-Train war cool. Das ganze Ding, wie Homelander sich Stück für Stück jetzt gewandelt hat, fand ich sehr cool. Denn auch, was sie mit Ryan angedeutet haben, sie hätten es doch mehr ausführen sollen, wäre noch cooler gewesen, aber war auch in die richtige Richtung.
mit Butcher vor allem, halt dieses ganze Ding mit Becker und Kessler und so, war sehr, sehr cool. Also an sich, das war alles sehr schön, aber es war dann halt auch so Folge 5, weil halt, ich glaube Folge 5 war es jetzt denn? Na, Folge 5 fanden wir noch ganz cool, das war ja die, wo Homelander Ryan langsam turnt. Folge 6 war halt die, wo man sich fast die ganze Folge hätte sparen können, gefühlt. Genau. Mit dem ganzen Tech-Night-Gedöns da. Richtig, genau. Und ja, und dann hat auch zum ersten Mal, da habe ich das Gefühl gehabt, als auch die letzten Staffeln, dass wir öfters über welche Sachen gestolpert sind, von wegen so, okay, das muss ich jetzt sehr, sehr gut reden, dass man sagt, das funktioniert irgendwie. Klar, wie gesagt, es war schon immer so ein bisschen, aber nie so, dass man extrem drüber gestolpert ist. Ja, es hat sich bisher aber immer nur auf diesen, okay, warum leben die noch, Aspekt bezogen. Ne, weil klar, wenn die, ne, also ich habe auch am Ende dieser Folge gedacht so, ja, das hätte Homelander im Prinzip auch schon vor zwei Seasons machen können. Aber ja, ich finde, es war halt immer, das Suspension of Disbelief war im Prinzip, die Boys haben immer was in der Hand, wodurch sie noch leben, so im Prinzip. Und jetzt ist halt schon so, okay, wie hat Butcher diesen Typ in 40 Sekunden wegbekommen, ihm das Bein abgeschnitten, ihn versteckt geknebelt, dass keiner ihn hört. Nicht, weil das CIA ihn findet und FBI ihn findet oder sonst irgendwas. Wie genau lief das mit der Shapeshifterin dass sie da auf der Straße direkt verschwunden ist? Wie genau hat sie nach Annies Übernahme das alles angestellt? Wie ist Annie jetzt in diesen CIA, in diesen White House Bunker reingekommen? Und. Also ja, es war schon deutlich mehr, dass man dachte. Ja, das ist das Interessante, weil man hat das Gefühl, als ob sie jetzt doch alles ein bisschen mehr beschleunigen mussten, weil sie jetzt halt nur noch diese und nächste Staffel haben. Was ja, wie gesagt, einerseits ist ja gut, dass man sagt, so, okay, wir wollen es nicht zu sehr ausweiten irgendwie, sondern wir wollen es ja dann zum Abschluss bringen. Ja, und es wurde ja witzigerweise offenbar erst entschieden, nachdem die Staffel schon abgedreht war. Ja. Also Amazon hat ja jetzt erst gesagt, nein, Staffel 5 ist die letzte und fertig. Was glaube ich insgesamt auch gut so ist, ich kann mir auch vorstellen, dass der Autorenstreik da auch noch mit reingespielt hat, dass sie vielleicht mitten im Writing unterbrechen mussten. Ja. Und dadurch vielleicht auch so ein bisschen Flickenteppen-mäßig Flickenteppich-mäßig zusammengekommen ist. Ja. Und dann kam eben noch dazu, dass ja leider French und Kimiko wieder mich jetzt nicht gepackt haben, dass irgendwie sämtliche Beziehungen nicht mehr so glaubhaft waren wie vorher. In Staffel 3 noch. Und ich hatte generell das Gefühl, dass mehr denn je diese Staffel von Homelander und Butcher geliebt hat. Ja. Im Prinzip. So, was ja schon von Anfang an irgendwie so war, das ist der Kernkonflikt. Genau. Aber trotzdem hatte man, finde ich, bis letzte Season trotzdem das Gefühl, Yui ist aber der Hauptcharakter, die Identifikationsfigur. Und jetzt war ja auch über weite Strecken einfach sehr raus. Richtig. Aus dem Ganzen. Richtig. Und aber es hatte auch sehr, sehr tolle Szenen. Also ich glaube, alles, na, auch das mit dem Vater, letztendlich hat es gar nicht reingespielt, jetzt das große Ganze. Außer, dass es Yui zwischendurch nicht gut ging. Ja. So. Aber es war halt toll geschrieben und toll geschauspielert. Ich fand auch schön, dass sie Simon Pegg so einen Abschluss nochmal gegeben haben. Da hat es gestimmt. Ich fand alles mit Butcher und Kessler toll. Homelander wird super konsequent und super gut fortgeführt in seinem Writing. Und ja, war insgesamt halt schon immer noch sehr gut. Aber also für mich bleibt es bisher dabei, dass Staffel 3 der Peak war von Boys. Staffel 3 fand ich auch insgesamt besser, eine Runde einfach irgendwie. Hier gab es schon so ein paar Sachen irgendwie. Aber ja, an sich immer noch sehr, sehr gut. Hat sehr viel Spaß gemacht, wieder zu gucken. Ist schon wieder vorbei, ne? Muss man auch mal sagen, war es schon wieder. Und ja, jetzt werden wir sehen, was machen sie daraus? Gen V Staffel 2 und dann Boys Staffel 5. Ja. Sehr gespannt. Gut, das war's dann mit unseren Reviews zu The Boys. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr denn generell diese ganze Staffel fandet. Und natürlich das große Finale, was jetzt so war. Und natürlich auch eure Theorien. Wie wird das jetzt hier noch alles ausspielen? Könnt ihr gerne alles in die Kommentare schreiben. Ansonsten schaut euch gerne die ganzen anderen wunderbaren Projekte hier bei Graum Entertainment an. Die sind alle ganz, ganz toll. Oder auf all unseren anderen Kanälen. Da könnt ihr auch mal gerne reinschauen. Und euch sagen, habt einen wunderbaren Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. Je nachdem, wann ihr es hört oder schaut. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ramen. Und euer Gauton. Ciao.